Quasier und der Dichtermet. Der weise Quasier, der aus dem Speichel der Asen und Wanen geschaffen worden war, unternahm weitere Wanderungen, um Menschen Wissen zu lehren. Er war nämlich so klug, dass niemand eine Frage an ihn stellen konnte, die er nicht zu beantworten vermocht hätte. Auf seinem weiten Weg kam er auch zu den Zwergen Fjalla und Galla. Diese taten, als wollten sie ihm ganz allein von allen anderen unbelauscht verschiedene Fragen stellen. In Wahrheit führten sie jedoch eine arge Untat im Schilde. Sobald sie mit Quasi allein waren, erschlugen sie den Ahnungslosen, ließen sein Blut in den Kessel Ödröhrie rinnen und vermischten es mit Honig. Der Trank, der auf diese Weise entstand, verlieh jedem, der davon genoss, die Gabe der Dichterkunst. Um ihr Verbrechen vor den Asen zu verheimlichen, erklärten sie diesen, Quasier sei in der Überfülle seines eigenen Verstandes ertrunken. An diese Übeltat fügten die heimtückischen Zwerge alsbald eine zweite. Auf ihre Einladung hin kam der Riese Gilling samt seiner Frau zu ihnen auf Besuch. Sie luden Gilling zu einer Bootsfahrt auf dem Meer ein und steuerten absichtlich auf eine unterirdische Klippe, sodass Gilling, der nicht schwimmen konnte, ertrinken musste. Als sie dann nach Hause kamen, berichteten sie Gillings Weib, dass Gilling ein Opfer des Meeres geworden sei. Sie forderten sie auf, mit ihnen an den Strand zu gehen, weil sie ihr dort die Unglücksstelle zeigen wollten. Die Riesin ging auf diesen Vorschlag ein, aber sobald sie aus der Tür hinaus ins Freie trat, ließ ihr Gala, der auf dem Dach oberhalb der Tür lauerte, einen Mühlstein auf den Kopf fallen, sodass auch sie den Tod fand. Gilling hatte aber einen Sohn, den Riesen Suttung, und als dieser erfahren hatte, wie die beiden Zwerge seinen Eltern mitgespielt hatten, brach er sogleich auf, um sie zu rächen. Unvermutet überfiel er die beiden Brüder. Dann brachte er sie im Boot auf eine kleine Insel, die bei Flut stets vom Wasser überspült wurde, und setzte sie dort aus. Als die beiden Brüder den Tod vor Augen sahen, bettelten sie bei Suttung um ihr Leben und boten ihm an, den aus Quasiers Blut hergestellten Trank auszuliefern. Suttung ahnte, welche Kostbarkeit dieser wunderbare Met war, und nahm die Buße an. Um des Trankes, den er so erhielt, ganz sicher zu sein, verbarg er ihn zu Nidjörg, das heißt Schlagfelsen. Zur Hüterin des Dichtermets bestellte er Gunlöd, seine eigene Tochter.